Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lohnunternehmen auf der Ravensberg. Wir hatten in der letzten Folge hier das Feld beim Kunden angefangen anzusehen. Da waren wir schon mit circa der Hälfte durch. Ich hatte jetzt bis aufs Vorwände und die eine Bahn hier offscreen noch gemacht, so zwei, drei Bahnen. Und jetzt fahre ich hier noch die eine Bahn und dann noch ein bisschen Vorgewände. Bin gespannt, ob das von der Breite her passt. So. Hier zum Beispiel sind noch so ein paar kleine Flecken. Okay, ist noch unten. Naja. Kommt dann einfach nochmal eine Rutsche Dünger dazu. So, GPS kann man ausmachen, brauchen wir jetzt nicht mehr. Aufpassen, das war hier nicht. Na, ich glaube, die Kartoffeln hier sind eh verdorrt. Sehen zumindest nicht mehr lecker aus. So, hier beim Feuerwehr ist alles gemacht. Der brüllt aber auch. Oder oben fliegt ein Flieger. Nur so ein schöner Sound im Hirn. Generell ein schöner Trigger. Meiner Meinung nach war das echt eine der besten Investitionen, die ich bisher getätigt habe. Der 6R, mit dem muss ich noch Feldarbeit machen, da weiß ich noch nicht, wie der so ist. Aber hier von der Feldarbeit, vom Trecker, von der Gemütlichkeit, vom Komfort. Ist einfach Weltklasse. Man missgelenkt, ich mache mal eine kurze Bahn vorne. So. Mal ganz kurz ein bisschen zurückrangieren. Zack. Oder. So. Mal zusammenklappen die Chose. Jo, der Acker ist fertig. Das heißt, wir fahren jetzt mal die BGA besichtigen. Räder drehen sich immer noch, sehr schön. So, rechts hier haben wir mal, rechts hier bei dem kleinen Bildschirm, da sieht man jetzt ein Licht, zwei, drei. Und wenn ich Rundumleuchte anmache, ist da zwischen den beiden blauen auch noch was. Also, wenn man mal erst hier in der Innensicht ist und gucken will, ob es wirklich so ist, dann sieht man auch alles. Das ist echt schön. Mir gefällt das sehr. So, aber man darf ja auf der Straße nicht mit Vollbeleuchtung fahren. In der öffentlichen. Weil man sonst die Autos zu doll blendet. Einmal gesehen. Jetzt hier rechts oder. Nächste. Nächste, okay. Einmal auf YouTube so eine Reportage gesehen, da wurde das mal so gezeigt, dass man auf den Acker und auf Feldwegen, da könnt ihr was rumlegen, da darf man so fahren und auf der normalen Straße, da darf man nur mit normalem Licht fahren, wenn man sonst
die Autofahrer zugeblendet und so, die entgegenkommen. Ich glaube, am Feldweg vor, dann darf ich, aber so noch nicht. So, und da hinten ist die BGA. Da fahren wir jetzt erstmal hin. Fühlt sich gerade gar nicht wie 53 an. Schnell wie wir gerade sind. Wo kommt hier wer? Nein. Ausziehen. Also zum Beispiel würden wir jetzt Vollbeleuchtung anmachen, wäre es so, und dann würden wir halt vorne und hinten gehen, richtig blenden. Das wollen wir ja nicht. Sonst knallt uns nachher noch irgendwer hier in der Front. Aber zurzeit verbraucht er 16 Liter Sprit pro Stunde, also der ist echt sparend. Ja gut, wir machen auch gerade nichts mit der Zapfwelle und sonst was, aber ja, ist schon nicht wenig, nicht viel. Hier vorne ist auch gleich, wo wir Wasser rausziehen können. So, und hier vorne müssen wir gleich rein. Hier. Das ist nur eine öffentliche Straße. Ne, das ist ein Feldweg. Das heißt, jetzt volle Lotte. Schon mit Rundumleuchte, das war ja auch mal gesehen werden mit Warnung. Ja, hier alleine muss man halt auch schon mit Vollbeleuchtung fahren, weil würde ich jetzt hier nur so fahren, da würde ich nicht viel sehen, wo hier was ist. Deswegen fahre ich lieber so. Ist hier vorne schon die BGA? Ach, hier ist er ja schon. So, dann fahren wir mal rein. Die Einfahrten sind leider ziemlich eng, das heißt, dann müssen wir abfahrgespannt und so auch immer ordentlich aufpassen. Ich fahre jetzt mal hier durch. Und stell mir jetzt erstmal hier hinten hin. So. Ja, Licht lassen wir mal an, sehen wir mal hier auf dem Hof. So, dann steigen wir jetzt mal aus. Gucken wir uns hier mal den Hof ein bisschen an. Na ja, erstmal hier hinten scheint hier ein Dieseltank zu sein, oder? Hier können wir Diesel reinfüllen und dann welchen entnehmen. Das ist ganz gut als Zwischentankstelle. Ach du Scheiße. Sind die klein, du. Ich hätte mir etwas Größeres erwartet. Ihm auch. Naja, groß sind sie jetzt nicht. Also ich denke mal, mehr als 500.000 kriegt man hier maximal noch nicht mehr rein. Na, wir haben jetzt zwei, müssen wir eins vielleicht für Gras, eins für Häckselgut. Ansonsten müssen wir irgendwo noch mal eins bauen lassen, ja, in der Nähe. Was ist das hier? In zwei Anzeigen. Einen gehe ich mal von aus für Silage und die andere. Ah, ich habe eine Idee. Ich weiß jetzt nicht, ob die richtig ist, aber das kann ja sein, dass hier die eine für Silage ist. Hier liegt ja auch noch die Reste drin. Hier wird vermixt. Und die andere ist vielleicht für Diesel. Dass da vielleicht so eine Art Kompost draus gemacht wird. Das könnte sein. Hier können wir mal hochgehen. Hier können wir leider nicht rein. So, kommen wir mal kurz hier oben gucken. Hier wird das alles verarbeitet. Aha.
komm ich mal hoch hier. Doch. So, und hier. Ah, hier kriegt man bestimmt die Gerste raus, die dann entstehen. Aus der Silage. Ah, hier noch ein kleines Haus. Guck mal, hier machen, hier ist Parkplatz. Hier sitzen die Angestellten drin. Wo geht's hier raus? Ah, hier. Auch so ein. Ach du Heilige, geht das hier bergab. Ja, okay. Aber das ist nicht die größte BG, aber sie war auch nicht teuer. Sie hat uns, ich glaube, 30.000, 40.000 gekostet. Den Rest hat die Stadt bezahlt. Und dafür ist das schon mal ganz gut. Ja, oh, so. 1000 Liter Dünger wurden jetzt hier rausgezogen, knapp. Boah. Saatgut auch knapp 1000. Also da muss der, der Besitzer, ja, der Kunde aber ordentlich zahlen. Jetzt müssen wir nur mal schauen. Also das wird eng hier mit dem Abladen. Wir haben jetzt nämlich eine Sämaschine dran, die nicht gerade lang ist. Oder Silo ist hoch. Das darf man jetzt auch nicht vergessen. Das ist ziemlich hoch, aber so hoch müssen wir auch erstmal kommen. Und wir halt hier vorne anfangen abzuladen. Und ich kann mal ganz kurz mein Tempomat auf 1 km/h oder so stellen. 2. Ja, schneller wie mit 2 km/h dürfen die Mitarbeiter ja noch nicht abladen, die Abfahrer. Ja, doch 3, aber mehr auch nicht. Sonst der Anhänger wird dann noch zu voll oder wird nicht ganz ausgeleert oder sonst was. Sondern muss man halt. Ja, ich gehe mal von aus, dann würden wir wahrscheinlich da hinten durchfahren, aber weil hier vorne. Ja, das ist ziemlich eng. Nur spannend, wie wir überhaupt rauskommen. Machen gerade so. Natürlich auch doof, dass ich jetzt die Sämaschine hinten dran habe. Hätte ich vielleicht eher abstellen sollen. Schon am Hof, aber das passt. Da, ah, ja, stimmt, hier sind wir richtig vorne. Auf jeden Fall die BGA, ja. Nicht die größte, aber sie war billig. Das ist der Vorteil an der. Moment mal. Nee. Muss ich gar nicht lang. Hab ne Idee. Vorne auch noch einen Weg. Oh, hier Bahnschienen. Durch nur so fahren, dann wäre es auch gefährlich. Ach. Shit. Ja, muss ich hier versuchen zu drehen. Ist ja zum Glück hier so ein kleiner Einfahrt. Oh. Scheiße, den habe ich nicht gesehen. Sorry. So, müssen wir gleich vorne rechts hier. Das Dorf oder was? Ich glaube, wir überhaupt durchkommen. Da müssten wir eigentlich. Jetzt hier links. Jo. Und gleich wieder rechts. Aber nein, Freunde, das soll es erstmal gewesen sein für die. Mittlerweile glaube ich sogar schon 23. oder 22. Folge Lohnunternehmen. Wenn es euch gefallen hat, lasst wie immer gerne ein Like und ein Abo da. Schaltet doch gerne in der nächsten Folge wieder ein. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge und ciao.